Sie kriegt gar nichts. Anna, lass die Ente los. Was ist das? Elina. Das ist Hanni. Inga, das ist für Menschen. Wir sind jetzt da und dürfen so viel shoppen, wie in diesen Korb reinpassen. Und ehrlich gesagt ist der Korb schon riesig. Ich würde sagen, ey, wir hören einfach auf mich und kaufen das, nein, was ich möchte. Wer zahlt? Du, Inga! Also, Leute, auf meinem Konto sind 100 Euro. Das war's ja schon. Und das ist Anfang des Monats. Bald. Du hast 30 Kuscheltiere, die unter deiner Matratze vergammeln. Warum machst du das? Nein, wir gehen in die Küchenabteilung. Alina, komm hier. Wir sind ein Team. Das braucht. Alina. Alter, tut es, würde sie zahlen müssen. In den Korb passt nicht vieles rein. Egg denkt wirklich, sie hat die Hosen an, aber. Oh mein Gott, Inga, ich brauch das. Alina. Anna. Helfen? Wir haben 4 Klaviere zu Hause. Von dir? Ja, von mir, ja. Anna, das braucht ich. Wir brauchen irgendwas krasses, irgendwas, was so Boom macht. Ich will was für Mercedes holen, beziehungsweise für ihre Küche. Weil Leute, da gab es so geile Sachen, ja, vorhin so coole Sachen zu sehen. Sie kriegt gar nichts. Anna, lass die Ente los. Was ist das? Elina. Was ist Hanni? Inga, das ist für Menschen. Wir brauchen so ein Dino-Zelt. Wer von euch dachte auch früher, dass diese Dinger hier umsonst sind? Die kosten Geld, Leute. 1 Euro. Ich dachte, die sind umsonst. Ich brauche das hier. Als Kind wollte ich das immer haben. Er kriegt das hier. Sie will irgendwas, was für Bücher? Alter, wir brauchen Spielzeug und keine Bücher. Du hast ein Nagelset. Leute, mit diesen Links kann ich dann mein Make-up mal. Schöne Balken, Big Lips. Das, was ihr seht in meinem Gesicht. Wenn wir das nehmen, kriegst du das. Ja, okay. Da hinten ist unser Einkaufskorb voll. Nein. Ich brauche diese Spardose. Nein. Alina, du hast dein... Sienna, die... Nein, nein. Sie ist schon drin. Sie nein, die ist zu groß. Gut. Also, wenn sie ihre Spardose kriegt, dann nehme ich mein Fernglas, um meinen Crush zu stalken. Ich sehe es nicht ein, dass sie ihre komische Spardose kriegt und ich nicht meine Crushes stalken kann oder meine Dates. Da soll ich mal versuchen, das in den Korb zu packen. Wisst ihr, was ich schon mal haben wollte? Diese Dinger. Ich habe die immer bei Müller gesehen, habe nie verstanden, wofür die sind. Selina, ich habe nichts genommen. Weiter geht's, guys. Fühlt sich an, als hätte ich Geburtstag, war alles da drin, das Gefühl von mir. Ich will das, Leute. Man kocht es, dann kommt ein Plüschtier raus. Oh, Digga, ich nehm's einfach. Denkt ihr, dass dieser Schminktisch in den Korb reinpasst? Leute, da ist. Guck mal, da kann ich meine Schminke lassen. Oder. Meine Küche kommt weg und ich mache ein Beauty-Salon auf. Für Mercedes, dass ich sie stylen kann und Cinderella. Kann ich das nehmen? Das war ein Kind. Ja, und? Nimm lieber das, da ist ein Dyson dabei. Guck. Du hast recht. Ein nicht echtes Kind bekommt ein Dyson und ich nicht. Sie hat keine Haare. Eben, Cinderella-Haare. Schreibt Kommentare, Hashtag Selina, wenn ihr wollt, dass ich auch einen Dyson kriege für meine Haare. Wir nehmen das immer drauf, steht super, Selina. Hier sind so schöne Küchensachen. Ich will alles für meine Küche haben. Guck mal. Da ist sogar ein Kühlschrank, ein Mini-Kühlschrank. Ich nehme das. Leute. Das hier ist von Naruko. Naruko? Ob es hell will oder nicht, aber das hier ist Sasuke von Naruto. Und Leute, ich würde so fetten mitnehmen. Das ist der Typ, in den ich mich verliebt habe in den Anime. Leute, Alina hat nur angefangen zu schauen wegen Typen, mit dem sie sich jetzt jede Nacht fetzt, wo sie mir erzählt, die haben eine Kennenlernphase, haben sie doch keine Kennenlernphase, haben die Streit, haben die keinen Kontakt, haben die immer doch Kontakt. 1 Kilo Superschleim mit extra Sachen oben drauf. Peppa Pig Ice Truck Play Dough. Passt noch rein? Nein. Oh mein Gott, Inga, die macht mal im Wasser und da. Ich bin 19 Jahre alt. Die macht mal im Wasser und dann kommt da eine andere Haarfarbe raus. Sollen wir holen? Sollen wir holen? Teuer. Leute, wir holen die. Oh mein Gott, ich hab das gesehen. Oh mein Gott. Ich glaube, Delfin ist cooler, Leute. Deshalb ist Teddybär billiger. Für Egg eine Überraschung. Für ihre Gesangskälte. Vielleicht wird das was. Rumba Samba Schokolade! Ja! Ja, genau das hat uns gefehlt. So Leute, wie sieht's wieder zu Hause? War ein ordentlicher, sportlicher Einkauf. Also hat schon gut was gekostet, Leute. Aber ich bin sehr glücklich mit dem, was wir haben und stelle ich jetzt vor, was wir haben. Zuerst haben wir einen Funko Pop geholt, dann eine Pizza, eine Barbie, ein Model-Malbuch, wer das wohl genommen hat. Ein Topf, der
und so macht. Und so. Ich weiß echt nicht, was alles macht. 1 Kilo Schleim mit extra Perlen zum Verrühren. Dann Sand mit Hund. Eine Spardose. Ohne Geld. Keine Ahnung, was das ist. Ich wollte es einfach. Wann hast du das geholt? Alina. Ein Nägelset für... eine Spider-Man-Hand mit Nerf, die rausschießt. Piu, piu. Und... ein Mikrofonständer. Mit Mikrofon. Mit Mikrofon. Leute, ab heute wird nur noch gesungen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Lass mich raten, scheinbar Lucky Diamond. Ja. Und jetzt testen wir die Sachen aus, die Inga uns gegönnt hat. Also dazu zuerst hat sich Egg Sasuke gewünscht von Naruto. Das hat sich irgendwie angechannt. Storytime. Digga, die hatte mal einen Typen Leute, vor 4-5 Jahren, gell? Hä, du hast safe nie im Leben die Serie richtig angeguckt. Ich hab dich. Nein. Nenn mir 8 Charaktere auf. Warte, wie hieß der? Ich hab immer gesehen, wie er Peppa Pig geschaut oder Spongebob-Spongebob. Was? Sei ehrlich, sag, ich hab schon nie erwischt, wie du Spongebob-Spongebob geguckt hast. LL, Lügnerin. Dann dieses Panda-Set habe ich für Egg gekauft, Leute, und zwar sein Fingernägel-Set. Das ist ein Topmodel-Set. Oh mein Gott, Egg, guck mal. Mhm. Endlich hast du deine eigene Pinzette, muss ich mal bei mir gammeln. Dann, Leute, keine Ahnung, was Egg damit anfangen wollte, aber die Alte wollte unbedingt, das hatte sie schon früher, so ein Malbuch, wo sie die Mädels anmalen kann. Okay, mal jetzt, wer macht die schönere? Okay, ich fange an. 3, 2, 1, go! Okay, also zuerst kriegt mein Chaya Premium-Ohrringe. Wie lange Zeit habe ich eigentlich? Wow! 3, 2, 1, stopp! Wow! Slay Queen, Dog Queen. Okay. Digga, jetzt will ich mal Egg sehen, Alter. Warte, ready, set, go! Okay. Dann natürlich nimmt sie die Sonnenbrille. Es war so klar, dass sie die Sonnenbrille nimmt, dass sie kein Augen-Make-up machen muss. Es war so klar. Oh mein Gott, du hast die Brille falsch gemacht. 3, 2, 1. Alter, sorry. Dieser Ohrring klebt nicht an ihren Ohren, sondern an der Brille. Ja. Die Brille ist falsch rum, ne? Nein, die ist, glaube ich, richtig rum. Aber ich glaube, diese Dinge musst du mit irgendwie da reinknicken. Schreibt in den Kommentaren, welche ihr besser findet. Meine? Oder Ex? Ex hat nicht mal irgendwas auf ihrem Kopf, Ex. Deine Augen sehen leer aus. Deine sind leer, Babygirl. Oh Gott, egal, weiter geht's. Ich darf jetzt mein Spider-Man-Spielzeug öffnen, Leute. Und das haben wir beim Sale gesehen. Und ich hab's gesehen und So, Leute, und zwar, das ist jetzt meine Spider-Hand für 11,90 €. Ein ganz schöner Schnäpper. Jetzt geht's weiter mit dem Schleim, Leute. Das ist 1 Kilo Schleim. Hier oben habe ich so Perlen und so. Oh mein Gott, wo mache ich das auf? Oh mein Gott. Wir haben einmal gelben Schleim, pinken Schleim, türkisen Schleim und lila Schleim. Und dazu haben wir noch so Perlen. Okay. Ich packe meinen Schleim hier rein. Jetzt machst du Perlen rein. Nein, ich entscheide selber, was ich rein möchte. Sorry, Sasha, war irgendwas gerade in mir. Jetzt machen wir das hier, was ich nicht weiß, was es ist, Leute. Bei Gott, wenn man eine App dafür braucht, gell, ich mach das nicht, Leute. Was ist das? Oh, das sieht so. Hey, da ist doch gar kein Ball drin. Okay, also Leute, falls ihr wisst, was es ist und was ich damit anfange, schreibt es in die Kommentare. Also einen Ball sehe ich hier drin leider nicht. Ich habe hier nur diese weißen Teilchen halt und das zum Aufbauen, das war's auch schon. Der rote, fette Ball fehlt. Jetzt kommen wir zu meinem Magic Pot, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn öffne. Okay, also ich habe es einmal auf TikTok gesehen. Da soll irgendwie ein bisschen Geräusche kommen. Und dann auf einmal habe ich ein Kuscheltier. Okay, also wir haben hier einmal Wasser und eine Geheimformel. Zuerst müssen wir das Wasser auf den Topf beben. Dann müssen wir unseren Namen von dem Splishy hier drauf schreiben. Sein Name wird sein Fluffy. Fluffy schläft. Oh mein Gott. Ich bin bereit, das zu sehen. Was ist denn das für eine Lady? Wow. Wow. Das ist Charmander. Das ist der Mutterring. Das zeigt, dass ich seine ihre Mutter bin. Amanda, flieg! Leg dich mal zu sagen. Das Ding hier war eine 11 von 10. Das war so geil. Da drin ist ein Hund, ein Hundehaus und halt was zum Sammeln und halt Sand. So sieht es aus.
Oh mein Gott, warum ist das Sand drin? Also du sollst Dreck machen. Der Hund soll Graben eigentlich Dreck machen. Was ist denn Jim, wenn das hochblasen? Der Sand ist aber cool, Leute. Guckt mal. Also Leute, das würde ich auf jeden Fall nur behalten. Jetzt geht's weiter mit meiner geheimen Geldtruhe. Die öffnen wir mal von den drei Fragezeichen. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr sie auch früher mal gehört, die drei Fragezeichen? Ich hatte früher mal Crush auf die drei Fragezeichen, Leute. Die hatten eine sehr schöne Stimme. 20 Cent da rein. Okay, wir kriegst wieder raus. Baby, dein Geld ist gefangen. Abracadabra, du bist jetzt broke. Okay, also das nächste ist die Barbie-Puppe, Leute. Ich glaube... Ich weiß selber nicht, was man hier tun muss. Ich habe es gesehen, aber ich bin mir sicher. Das ist eine Barbie, die halt bei der Kälte und bei der Wärme ihren Style ändert. Ich glaube, man muss hier oben Wasser reinschütteln. Oh mein Gott, das habe ich damals in der Werbung gesehen. Das hier war zum Anfassen nur. Nein! Doch. Hä? Aber ich habe gesehen, Ecke, das auch auf TikTok gesehen. Nein! Ich bin schon nass. Oh mein Gott, es ist alles nass und... Was? Warte! Ziehst du jetzt das Oberteil auch noch raus? Nein, die hat nichts drin. Junge. Warte, ja. Nein, die Arme! Sind die Arme! Doch, da muss bestimmt was passieren. Nein! Da passiert nichts. Du siehst so... Das passiert, ich lass in Ruhe. Hä? Sie bleibt klein. Aber da stand, dass sowas passiert. Da passiert nichts, außer dass sie traurig ist. Toll, jetzt hat sie fettige Haare und ein hässliches Outfit. Oh, da ist noch was dabei. Die Sachen sind halt jetzt durchnässt, Leute. Geil. Wir haben hier einen süßen Kamm. Das bin ich, wenn ich versuche, meine Haare zu kennen. Okay, Leute, seht ihr das fettige Haare? Ich habe keine Ahnung, wofür dieses Plüsch da hier ist. Oh mein Gott, weg mit dir. Oh, Leute, wir machen die Supreme Chaya. Zieh ihre hässlichen Socken aus. Premium Chaya. Also ich wusste, dass du Füße magst, Alina, aber so sehr. Also das ist ihr Haus, die hat sich verkleidet, ihr Haus hier. Was? Warte, echt, das war das letzte Teil. Das heißt, die Alte hat kein Oberteil, oder was? Das war's mit der Premium Chaya. Was? Okay. Und ein Haarreif. Junge, der hat voll die Knoten. Oh Gott, Eck, das klingt wie du. Ja, zieh sie aus. Ah, Eck! Ja, warum werden ihre Haare nicht andersfarbig? Ihre Haare müssen andersfarbig. Die werden nicht andersfarbig. Lauki Blatt. Schreibt mal bitte in Kommentare und helft mir ein bisschen. Was habe ich hier falsch gemacht? Warum sieht sie so aus? Eigentlich sollte sie doch anders aussehen. Und ich sag nur so, ja, ich kenne das von der Werbung. Selina! Oh. Weiter geht's mit dem Spaß hier. Das ist Ex-Spaß. Sie wollte das unbedingt. Spaß, ich wollte das eigentlich unbedingt, weil Ex-Küche hat irgendwie nichts so zu bieten. Zuerst ein bisschen Soße. Dann ein bisschen Ketchup. Und dann kann man diese Pizza schneiden. Et voilà. Pizza. Das schmeckt voll buttrig. Jetzt geht's weiter, Leute, mit dem, worauf Eck jetzt gewartet hat. Shine bright diamond. Ey, oh mein Gott. Yeah, yeah, yeah. Mein Gott, du kannst sogar blöd. So kann ich mal das Songs aufnehmen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ramba, Ramba, Zamba. Es gibt Rocha. Ist ja noch nicht. Alina, sind jetzt noch eine Show für euch, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Psst, warte, Vorhang auf. Ich muss hier durch.